Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal PeeGnuckerCon. Wenn es will, wir spielen ein neues Game. Der Internet Café Supermarkt Simulator. Bin ich mal sehr gespannt. Empfohlen worden von Marc. Danke, dass du mir das Game empfohlen hast. Ich bin mal sehr gespannt, weil Supermarkt, das klingt ja so nach dem Supermarket, den Simulator. Und Internet Café. Also wir haben ein Internet Café und einen Supermarkt. Ich bin mal sehr gespannt. Wir starten mal rein. Na, wir gehen mal auf neues Game. Ich habe ja nichts gemacht. Weiter geht ja nicht. Bitte geben Sie Ihren Shopnamen ein. Oh, sehr schön. Das kann man am Anfang an machen. Ja, dann sind wir natürlich OP Glück 83. Jetzt kann jeder sagen, was ist das denn für ein Shopname? Mein Shopname. Mein Geschäft da heißen alle OP Glück 83. Sorry, ist so. Nehmen wir auf jeden Fall, bestätigen und starten. Okay, so fängt's an. Hier steht mal links alles, was wir machen können. Rucksack und so. Ist natürlich... Oh, wir können schlagen. Ja gut, hätte ich jetzt einen Dieb eingestellt, verstehe ich's. Wenn du nämlich einen Dieb eingestellt hast auf Diebe, dann kommt ein Dieb, dann kannst du klatschen, so wie bei dem GameShop-Simulator. 2000 haben wir, erster Tag, 9 Uhr. Drücken E, was wäre das beim Controller? Ah, das wäre B, okay. Also hier ist... Boah, also das Drehen ist teilweise extrem schnell. Neue Aufgabe, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zu Ihrem... Ladeneingang, halten Sie. Ah, schön ist einfach, dass das Game wirklich auf Deutsch ist. Das ist für mich echt schön, weil ich kann kein Englisch. Und für mich ist das schon mal echt stark. Das ist wie bei dem anderen Game hier, bei dem Car for a Sale Simulator, dass du zu schnell mit dem Controller lenken kannst. Also, oh, wir können schnell rennen, mit reindrücken. Optisch sieht schon nicht schlecht aus, macht einen netten Eindruck. So wie es aussieht, haben wir auch gleich einen schönen großen Laden. Da ist unser Laden, OP Glück 83. Guckt ihn an, da steht der Laden. Ja, ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Hier laufen schon mal sehr viele NPCs rum. Da ist auch was. Recycling gebrauchter Produkte. Man kann jetzt mit anderen Läden interagieren. Nice. Okay. Ich habe sogar Hunger. Nee, ich habe Durst. Also unten links die Anzeigen. Herz ist Energie. Also wir müssen auch in die Gamers essen. Okay, da ist ja noch was. Supermarkt, Lager. Wird das unser Lager? Sorry, ich fange das Game sehr komisch an, aber... Ja, finde ich jetzt nicht schlecht, aber auf der anderen Straßenseite finde ich jetzt ein bisschen nervig. Gut, die stehen sogar auf der Straße. Gut, dass hier keine Autos fahren. Also ist natürlich wieder mal ganz anders programmiert. Ist klar, indirekt irgendwie alles gleich. Mission erfüllt. Ich drücke mal drauf. Wir öffnen das Tor. Oh mein Gott, Fliegen und Dreck und Gestank. Was muss ich denn jetzt machen? Neue Aufgabe. Der Laden wurde schon lange nicht mehr gepflegt und ist voller Müll. Drücken Sie die Tab-Taste, um den das Werkzeug zu wechseln. Ja, was ist das jetzt auf dem Controller? Was ist denn der Tab-Bereich? Okay. Mit leerer Hand. Ich habe auch nichts im Tab-Bereich. Nun, es sieht also aus, als müssten Sie zum Supermarkt gehen, um ein paar praktische Werkzeuge zum Reinigen zu kaufen. Gehen Sie zum Supermarkt entsprechend der Anweisung. Ja, wo ist der denn? Okay, das Video wird leider ein bisschen länger. Also es gibt hier schon einen Supermarkt. Ich dachte, wir sind der Supermarkt. Oder sind wir einfach nur ein Internetcafé? Der Titel ist ein bisschen... Nee, das ist doch kein Supermarkt. 365 Supermarkt. Das ist doch kein Supermarkt. Das ist doch ein Café. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Das sieht doch eher aus wie so ein kleines Café. Hallo. Ich brauche... super, man kann nicht nur leckeres Essen kaufen, sondern auch... Boah, was brauchen wir denn? Ich denke mal, Mülleimer nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich denke mal, oh mein Gott, ich muss auf unser Geld achten. Aber nehmen wir alles mit und gucken. Kann ich nicht? Ach, brauche ich nicht. Müllbeutel brauche ich nicht. Okay. Wie komme ich raus? So. Also, wir brauchen keine Müllbeutel. Sehr schön, kein Problem. Dann zurück zum Laden und putzi. Seltsam, ich habe einen Besen in der Hand, aber ich kann nichts machen. Okay, wir müssen den Müll einmal nehmen. Ja, dann heben wir alles auf, kein Problem. Oh, jetzt haben wir einen Müllbeutel. Okay.
Ah, okay, ich verstehe, okay, ich verstehe. Öffnen Sie den Webbrowser App Market. Ja, warte, ich will doch erstmal hier. Komme ich jetzt wieder raus? Ich will doch erstmal den Müll hier mitnehmen. Müll? Ah, okay. Hier einmal rein. Okay. Ja, wir sind hier noch. Oh, hier ist noch einer. Das gibt's doch nicht. Okay, jetzt gehen wir im Webbrowser. App Market und kaufen Sie Ihre erste Computerausrüstung. Ein Internetcafé. Also wir sind ein Internetcafé. Und warum Supermarkt? Können wir noch ein Supermarkt werden? Weil eigentlich geht es ja noch weiter nach hinten. Okay, wir gucken mal. Asus, okay. So. Oh, süß. Ja, okay. Ach du Scheiße. Okay, das ist ein richtig schöner Computer. Geschäft geschlossen. Ach, das kann ich unten öffnen und schließen. Okay. Wo ist der Webbrowser da oben? Okay. Happy Markt. Kaufen Sie Monitor, Tastatur, Maus, Computer, Post, Tisch. Also Tisch. Wir haben nicht. Boah, was nehmen wir mit? Ach, ich komme 180, oder? Er könnte jetzt mit einem einfachen Tisch anfangen, weil ich nicht weiß, was die restliche Ausstattung kostet. Wir gucken mal, was ein Computer kostet. Okay. Wir sind Internetcafé. Boah. Ja, Monitor, Ich hätte schon was richtig Gutes gerne hingestellt, aber so viel Kohle haben wir noch nicht. Ich glaube, wir fangen wirklich erstmal mit den günstigsten an. Ich glaube, das ist gerade am. Okay, nicht das günstigste. Oh komm, beim Stuhl gehen wir ein bisschen mehr aus. Okay, komm. Also Stuhl, Computer würde ich eigentlich schon ein geiles Gerät hier hinstellen, aber wir haben, wie gesagt, nicht viel Kohle. Deswegen nehmen wir dann. Ach, den kann ich auch. Ich kann auch noch gar nicht. Ich muss hier wirklich den günstigsten erst holen. Ja, auch. Ah, okay. Hier kann ich gar nicht besser. Okay. Hier muss ich erstmal das günstigste nehmen, weil das erst ab den nächsten Leveln freigeschaltet wird. Dann bin ich ja froh, dass ich immer einen besseren Stuhl nehmen konnte. So, das haben wir jetzt alles. Stuhl, Computer, Host. Das ist doch Computer, oder? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 Sachen. 6 Sachen haben wir. Okay. Dann zack. Und 498. Ja, geht ja noch. Geht ja noch. Das ist ja noch okay. Wie bestelle ich's? Ich spoil ich runter. Okay. Auftrag bestätigen. Okay, warten auf die Lieferung und an der Tür. Ja. Ich schwöre, ich habe gerade so ein Problem mit Deutsch. An der Tür. Okay. Komme ich hier raus? Ah ja, sehr schön. Ist jetzt bis jetzt auch sehr gut über den Computer. Ja, mit dem Gabelstapler. Oh, ist das nett. Das ist jetzt mal ganz anders programmiert. Also ganz ehrlich, das ist jetzt mal anders programmiert. Es ist natürlich sehr unrealistisch, dass uns ein Staplerfahrer das bis vor die Haustür bringt, weil die Dinger, glaube ich, maximal 20 km/h fahren. Ich lüge jetzt mal. Aber das ist mal nett und anders programmiert. Also aufheben. Achso, ja, wir packen das gleich aus. So, ja, ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt einen Fehler. Ich hätte jetzt natürlich erstmal einen Computertisch auspacken sollen. Wo ist der Computertisch? Ich denke mal, das größte Paket, oder? Na toll, die sind alle gleich groß. Nein. Packen wir alles aus. Nein. Ablegen. Nein. Oh. Okay, super. Das kann ich auf den Tisch ablegen. Jetzt ehrlich. Ach, komm schon. Leg ab. Ah, ich komm schon. Ehrlich, Spiel. Oh, das ist jetzt echt doof von dem Spiel. Ich weiß doch nicht, was ist. Hätte ich jetzt hier. Ah, okay, ich konnte es ab. Okay. Das ist jetzt minimal schlecht programmiert, aber. Nein, ich brauche den Tisch. Ah, Tisch. Dann machen wir das erstmal ganz unorthodox und stellen einfach mal einen Tisch hier so hin. Hier schön stellen, drehen. Wie drehe ich ihn? Nein, drehen. Wir stellen den mal hier so hin. Dass sie dann. Mist, ich hasse das. Ich drücke mal die falschen Knöpfe. Ich bin so. Mann! Nein, hey, böse Hund, schnell hin. Okay, wie stelle ich hin? Ah, okay. Ach gut, jetzt sehen wir sogar, was hier drauf muss, was dazugehört. Sehr schön. Jetzt können wir ja schon mal hier Tastatur. So, zack. Ich vergesse, das ist unser erstes Equipment, also nicht wundern. Ja, so. Was hatte ich jetzt gedrückt zum Ablegen? Genau. Sehr schön. Dann holen wir die anderen Sachen rein. Yeah, bevor es jemand klaut. Oh, die Maus in so einen riesen Karton. Oh mein Gott. Okay.
Ja, also auch ein bisschen gerade hier so. Ja, ich würde sagen, wir stellen noch den Computer noch drauf. Jo, wir haben hier schon ein Bild. Nice. Ich will erstmal die anderen Sachen hinlegen. Okay, ich bin mal sehr gespannt. Also wir werden jetzt den Spiel erstmal anfangen. Und auch gleich mal die ersten Kunden abdecken. Kann man das nach unten stellen? Muss man das nach oben? Man muss es nach oben stellen. Okay, klar, warum nicht? Ich glaube, man kann auch andersrum drehen. Ja, kann man. Ah, ich werde alt. So, jetzt die Maus. Ich glaube, ich habe gerade was ein bisschen falsch gemacht. Die Maus braucht auch Platz. Mann, ich will jetzt damit zuschlagen. Warum ist das nicht bestätigen? Ach, eigentlich muss hier die Maus hin. Dann müssen wir doch mal... Das sieht jetzt ein bisschen doof aus. Wir nehmen nochmal den hier. Ah, oh ja, komm, den lassen wir so. Ja, das sieht gut aus. Nice, jetzt noch der Stuhl. Und dann denke ich mal, können wir öffnen. Ich schlage halt zu. Also man könnte jetzt auch noch einstellen, dass ein Dieb uns beklaut. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Das möchte ich nicht. Das kenne ich vom Gaming-Simulator. Und das fand ich auch immer ein bisschen nervig. Okay, das ist jetzt komplett okay. Okay, Mission erfüllt. Vergessen Sie nicht, den Store auf Ihren Computer zu öffnen. Dann öffnen wir mal den Store. Und nehmen wir den ersten Kunden an. Das ist schon echt cool gemacht. Ist auf jeden Fall ein süßer Hintergrund. Ist ein Spitz, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist anders gemacht und ist irgendwie interessant. Bis jetzt ist es... Ja, wir sind Internetcafé und vielleicht auch im Supermarkt. Bis jetzt bin ich noch von den ersten Eindrücken sehr geflasht, weil wir eigentlich schon für ein Internetcafé Sauberkeit... Okay, ja, wir müssen auch auf Sauberkeit achten. Scheiße, das ist wie beim Game Store. Mist, das fand ich jetzt bei den anderen Games eigentlich toll, dass man nicht drauf achten muss. Ein Kunde hat darum gebeten, es einzuschalten. Gehen Sie zum Netzwerk... Verwaltungssoftware auf Ihrem Computer, genehmigen Sie den Start. Okay. Ah, kann ich den von hier aus überwachen? Ich schlag halt zu, frag nicht warum. Wo bin ich hin? Da, okay. Okay, was muss ich machen? Genehmigen. Wie mache ich das? Automatische Registrierung. Hä? Also sie will 1 bis 1,5 Stunden nutzen. Genehmige ich das? Automatisch genehmigen. Kaufe es jetzt. Oh, okay. Aber ich habe jetzt automatisch genehmigt. Hä? Ach, jetzt. Okay. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Level 2. Neue Aufgaben. Achten Sie auf Ihren Körperverbrauch. Und wenn Sie hungrig oder durstig sind, gehen Sie zum Supermarkt, um Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen. Also, ich muss auf mich achten. Laufe mal hin. Ganz interessantes erstes Video. Na und scheiße, also bis jetzt bin ich noch sehr positiv eingestimmt. Nicht, dass ich nachher negativ eingestimmt bin. Sondern bis jetzt ist alles neu, es ist anders. Und erst recht gegen die... Ich will nicht einschlagen. Gegen die Spiele, die ich davor gespielt habe. Ja, was können wir denn nach Pommes? Geldmäßig ist eigentlich egal. Nehmen wir mal kaufen und im Rucksack. Essen Sie direkt. Ah ja, perfekt. So, trinken. Ich würde gerne was trinken. Ja, eine Cola und direkt. Also wir können uns was zum Essen und Trinken mitnehmen, was ich gut finde. Wir können aber auch direkt hier essen. Ich schwöre, ich mache das nicht extra. Ich bin zu alt dafür. Oh, guck mal. Also, dass man das Supermarkt nennt, ist ein bisschen doof, weil das ist eigentlich nur ein Café. Oh nein, noch ein Kunde. Wir haben nur einen Rechner. Wie, der nächste? Ach, sie ist schon fertig. Das war eine Stunde? In Betrieb. Sauberkeit 100%. Hallo? Ach so. Ich höre, dass ich will nicht zuschlagen. Okay, dann gehen wir hin und erlauben es den nächsten. Ich sehe nichts. Hallo? Spiel? Hey. Spiel. Was wäre das denn jetzt? Ah, okay. Habe ich das jetzt? Ach so, ist das jetzt auch automatisch genehmigt? Ach so, das tut das automatisch genehmigen. Mal gucken, was sie hier gucken. Ihr Pornos wird hier nicht geguckt, ne? Ah, Ego-Shooter. Immer diese Ego-Shooter-Spieler. Ja. Ich sehe es. Die sind zwar ein bisschen alt, aber na gut, warum nicht? Die können immer noch Ego-Shooter spielen. Okay, er will jetzt bezahlen. Also jetzt habe ich das mit 850 auf Automatik gekauft. Ich habe nur noch $215. Danke. Und das ist minimal am Backen. Dein Lichthalter. Ah, hier. Habe ich auch Licht? Guck mal, da rennt der Nächste in hier. Ein Platz und die Leute rennen. Das ist ja ein interessanter Tag. So, das ist ja auch wieder automatisch genehmigt. Was macht der denn hier? Was guckt er denn hier? Pornos oder so, hä? Was ist jetzt los? Was hat die Person? Es ist noch alles sauber und alles. Level 1. Was ist los?
Wieso hat die Person so ein komisches Emote gehabt? Guckt sich aber schöne Landschaftsaufnahmen an, finde ich echt stark. Darf ich nicht gucken, sorry. Ja, soll ich nicht, ne? Wie lange geht eigentlich der Arbeitstag hier? Wir haben jetzt 14:29. Wir haben so bis 18, 19 Uhr, wie bei den meisten Games. Und damit es, wie gesagt, nicht so langweilig ist, nehme ich euch heute komplett mit, auch wenn das Video ein bisschen länger wird. Und dann spiele ich ein paar Runden alleine, damit wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Geh mal ganz kurz raus, bis jetzt werde ich ja nicht gesucht, glaube ich. Also könnte ich jetzt alte Elektronik bei ihm verkaufen. Also, warum wir, glaube ich, ein Supermarkt werden oder ein riesiger Internetcafé, riesiges Laden, geht auf jeden Fall noch weiter, finde ich. Entschuldigung, echt gut. Rein optisch gefällt mir das echt gut, dass wir auch eher mehrere Läden haben, mit denen wir interagieren können. Das fehlt so bei manchen Games, da bin ich ganz ehrlich. Ich höre, ich denke, das ist bestätigen. Derzeit gibt es kein elektrisches Licht. Ach, das ist ja schön, wir haben kein elektrisches Licht. Das Geräusch hat, sagt mir irgendwas, aber wo bin ich hin? Ach so, der tut es automatisch erlauben. Das ist schon die 850 wert, bin ich ganz ehrlich zu euch. Wenn die jedes Mal da hinrennen, natürlich weiß ich nicht, ob die Person jetzt illegale Sachen macht. Okay. Das ist, das ist doch GTA. Die Karte ist doch GTA, oder? Ist das Los Santos? Nee. Okay, ich weiß, ich sollte das nicht machen, über die Schulter gucken, aber ist sehr interessant. Also wir haben eine schöne Sicht nach oben, also Tageslicht kommt gut rein, wir haben nur keine Lampen. Boah, da muss ich noch so viel gucken, was man hier noch alles machen kann, die Tage. Sie können gleich zu mir kommen, Sie können gleich hier bezahlen. Hallo, Ma'am, ich bin hier. Hallo, Ma'am, bleiben Sie stehen. Hallo? Ja, gerne. Also macht so $14, okay. Bin mal gespannt, was so die täglichen Ausgaben im Game sind. Mein Supermarkt, ach, wir haben für beide eigene Level-Systeme oben rechts, das ist ja interessant. Wir leveln gerade nur das Internetcafé und später, wenn wir den Supermarkt frei haben, leveln wir den Supermarkt. Okay, müssen auf Sauberkeit achten. Ich bin auch froh, dass ich nicht eingestellt habe, dass hier ein Dieb langkommt. Ich mache jetzt zu. Ich sperre den Mann ein. Nein. Ja, wie gesagt, also optisch sieht das echt cool aus. Mich wundert nur, dass die NPCs auf der Straße laufen und hier zum Glück keine Autos fahren. Ansonsten ist das echt schön optisch. Bin mal gespannt, was im Supermarkt mäßig läuft. Was wir noch alles machen müssen und wem wir noch alles einstellen müssen. Das sieht schon mal echt cool aus. Und wir haben natürlich erst mit dem Internetcafé angefangen. Ah, ist fertig. Ja, komm, kommen Sie her. Nein, laufen Sie nicht weg hier. Ich meine, hier wird gleich sehr dunkel und duster. Das ist aber nicht schlimm. An der Wand, da können Sie nicht zahlen. Hallo, ich bin hier. Oh, Entschuldigung. Er hat sogar $21 da gelassen. $21, okay. Hier an Geld zu kommen ist ein bisschen schwer. Ich glaube, wir müssen nochmal... Wir haben jetzt 500 für das Computer-Setup ausgegeben. Wir müssen warten, bis wir wieder 500 haben. Wir müssen natürlich mal gucken, was sind die Tagesausgaben. Wann ist der Laden geschlossen? Weil es ist schon 19:42 Uhr. Sind wir 24/7 Betrieb? Ich weiß es nicht. Aber diese automatisch, die 850 waren es auf jeden Fall wert. Weil dann muss ich jetzt mal dahin rennen. Ich muss natürlich auf Essen und so achten. Ja. Ist die Frage, wie lange haben wir auf? Haben wir so lange auf, bis ich das Rollo zu mache oder so? Ich weiß es nicht. Oder bis ich den Laden schließe? Gibt es hier keine Schließungszeiten? Bin sehr gespannt. Ja, das ist das, wenn man spielnagelneu spielt und weiß nicht, wie es läuft. Auf jeden Fall kriegen wir langsam wieder Hunger und alles. Ich könnte ja mal ganz kurz gucken, ob ich was zum Essen holen kann. Also wir kriegen auch eine Bewertung. 1,33 Bewertung. Jetzt auch nicht so gut. Ma'am, kommen Sie, ja, kommen Sie zu mir. Ja, kommen Sie zu mir, geben Sie Ihr Geld. Mal gucken, was ich jetzt kriege. Ja, kommen Sie. Na, hier bin ich, hallo. Ja, oh, 21. Bin nicht zuschlagen, das war aus Versehen. Wann ist der Laden offiziell geschlossen? Ist der geschlossen, wenn ich ihn schließe? In den anderen Games hat man ja hier eine Zeit. Und 20 Uhr schon echt spät. Muss ich nicht irgendwann schlafen? Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß auch, das erste Video wird sehr langweilig sein, weil wir den Leuten nur beim Internet zugucken. Ich würde jetzt auch sagen, ich mache hier nach den Laden erstmal zu. Weil wenn wir jetzt hier im 24/7 Betrieb sind, ist das ein bisschen doof. Aber neues Spiel, neues Glück. Ich bin sehr gespannt, wie weit sich das hier noch alles ausbaut. Weil wie gesagt, wir sind ja gerade erst am Anfang hier mit dem Internetcafé, mit dem ersten Computer. Und wenn wir 500 zusammenkriegen, ich bin gespannt, was wir für Ausgaben haben täglich. Wenn er jetzt fertig ist, dann machen wir den Laden zu. Wenn ich jetzt den Laden zumache, geht der? Jo, bin ich mal sehr gespannt, weil ich muss ja nur hier hinten drauf. So. Zack, zack. Hier. Ah, guck mal, wenn ich schließe, wird ab... Ey, nein! Wenn ich schließe, wird abgerechnet. Okay, was haben wir jetzt? Rechnung, wie zahle ich die Rechnung? Ah, ich muss das erst freischalten.
Okay, eins kann ich noch. Dann machen wir erstmal das hier. Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert. Okay, okay. Rucksack ist auch klar. Da wäre jetzt mein Essen drin. Reset-Position verlassen. Finanz. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, weil ich ja keine Ahnung habe, wie ich meine Schulden bezahle hier. Aber 8,70 Dollar gehen noch. So, jetzt gehen wir nochmal gucken, ob hier der Laden noch auf hat und essen nochmal was, ne? Ja. Und dann gehen wir schlafen hier. Sie machen auch 24-7, kein Problem. Oh, ich drücke jetzt falsch. Ich hätte gerne... nee, komm, ich... Ja, nee. Ja, komm, wir gönnen uns im Hier-Essen mal schnell was. Ja, das sieht nicht gut aus, aber... Oh mein Gott, muss ich noch was essen? Aber was ist Verbrennung? Das kapiere ich jetzt nicht. Guck, wir haben jetzt viel Geld ausgegeben für Essen. Alter. Junge, Junge, Junge. Wo wohne ich nochmal? Wo schlafe ich? Ah, hier rechts rum, ne? Ja. Okay, der Start war schon mal, denke mal, für euch ein bisschen langweilig. Ich muss mich erst in das Spiel ein bisschen reinfuchsen. Was ich jetzt doof finde auf dem ersten Eindruck, ist einfach, dass es keine Schließungszeiten gibt. Und dass man natürlich Hunger hat und alles Mögliche, das... Ach, hier. Ach du Scheiße, okay. Ich bin so gewalttätig. Und so weiter. Können wir uns überhaupt schlafen legen? Ja, können wir. Du bist jetzt nicht müde. Ach so, ist ja schon wieder 5.23 Uhr. Oh, ist das schön. Okay, das nervt jetzt ein bisschen, dass hier die Zeit einfach durchläuft. Dass wir jetzt die Nacht zum Tag gemacht haben. Egal, das Video ist cool. Ich werde noch ein weiteres Mal, ich werde auch privat erstmal weiterspielen, um hier ein bisschen leveln. Und seid ihr beim nächsten Video dabei, Internetcafé und Supermarkt-Simulator. Ich glaube, bis zum Supermarkt, das dauert noch eine Weile. Aber die das Internetcafé, das machen wir, das machen wir. Das kriegen wir noch in die Tage. Also schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Hinz heißt OP Glück oder Können. Der beste Verkäufer von OP Glück 83, Internetcafé. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Egal, schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es weitergeht. Ich bin hiermit raus. Peace out. Thank you.